Ja, meine Damen, ich begrüße Sie. Ich hoffe, Sie haben noch so viel Kraft, auch die letzte Darstellung hier zu verfolgen. Mein Name ist Dr. Peter Rosler. Ich betreibe ein medizinisches Fachlabor namens VitaTest. Und wir sind spezialisiert auf Darmsanierung und auf Präventivmedizin. Im Rahmen der Darmsanierung hatte ich um 14 Uhr das Referat Reizdarm gehalten und im Rahmen der zweiten, der Präventivmedizin, habe ich jetzt hier die Zivilisationskrankheiten. Sie sehen, das ist der Teil 5 mit ADHS. Reizdarm war 4. Wir haben noch Übersäuerung, metabolisches Syndrom und Burnout. Die habe ich auch alle schon bei Heilpraktikerkongressen vorgestellt. Heute jetzt leider etwas verkürzt, weil mein Vorgänger überzogen hat, aber ich hoffe, wir können es deswegen trotzdem noch gut darstellen, sodass Sie für Ihr Engagement noch zu dieser späten Stunde aufmerksam zuhören zu können und zu wollen belohnt werden. Das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom wird charakterisiert durch Unaufmerksamkeit, durch Sprunghaftigkeit, durch Hyperaktivität sowie durch Störungen von Sozialverhalten, Emotionen und Entwicklung, zum Beispiel in Form von Legasthenie oder von Rechnen. Sie sehen, das ist eine sehr komplexe klinische Symptomatik, die nicht einfach zu diagnostizieren ist. Unabhängig davon sehen wir, dass die Inzidenz recht hoch ist, 4 bis 8% der Kinder und Jugendlichen allein in Deutschland sowie 1 bis 5% der Erwachsenen leiden unter diesem ADHS-Syndrom. Sie sehen also, da sind ausreichend Patienten für die Naturheilpraxis vorhanden. Und das Schlimme ist, die Inzidenz nimmt zu. Warum das so ist, werden wir anhand der diagnostischen Möglichkeiten noch später sehen. Es ist halt auch eine Zivilisationskrankheit und das ist der Preis, den wir für unsere moderne Zivilisation, für unser modernes Leben bezahlen. Die ist multifaktoriell bedingt. Einige Ursachen sind bekannt, andere werden diskutiert. Sie sehen, wir sind da weitgehend am Anfang. Ich werde Ihnen heute auch keine absolute Problemlösung anbieten können, aber Sie werden sehen, dass wir da schon ein paar ganz wichtige Schritte in der Erkenntnis und in der Therapie vorwärts gekommen sind. Was umfasst der Ursachenkomplex? Es ist, und das ist belegt, eine genetisch bedingte Anomalie der Signalverarbeitung mit Dysbalancen der Erregungsübertragung. Ja, gegen genetische Einflüsse kann man im Allgemeinen nicht viel machen, aber Sie sehen, es sind noch einige andere Ursachen in diesem Komplex drin. Es ist vor allem die einseitige Ernährung. Insbesondere bei Kindern sehen wir das sehr oft, dass die Ernährung halt vorwiegend aus industriell hergestellter Kost besteht, die man nicht gerade als gesund bezeichnen kann. Das Frische, das wird beiseite gelassen. Und wenn Sie ins Kino gehen, dann sehen Sie, wie die Kinder dort mit einem Eimer mit Popcorn und mit einem Liter Cola sich bewaffnen, wenn sie in einen Film reingehen. Und es ist dann wirklich erstaunlich zu sehen, dass die das tatsächlich auch verdrücken können. Einen 10-Liter-Eimer mit Popcorn und ein Liter Cola wird getrunken. Wenn die dann nachher unruhig sind, dann ist das nicht nur durch das Koffein, sondern auch noch durch die viele Chemie, die da sonst drin ist, bedingt. Umweltbelastungen gehören dazu, denen sind wir ja alle ausgesetzt. Aber jetzt kommen Möglichkeiten, die wir auch messen können. Nicht nur bei der einseitigen Ernährung können wir messen, das werde ich Ihnen später zeigen, sondern insbesondere auch den Mangel an Mikronährstoffen, insbesondere spezielle Vitamine infolge von Stoffwechselstörungen können wir messen und damit ganz gezielt eingreifen. Ein weiterer Punkt sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien. Sie nehmen zu. Wir sehen das täglich in unserer Routinearbeit, bei der Darmsanierung, dass die Unverträglichkeiten zunehmen. Da ist nicht nur die
Histaminintoleranz oder Histaminose, da ist die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz, die Sorbitintoleranz und dann natürlich die Nahrungsmittelallergien, die sich im Bereich der IgG-Antikörper abspielen, also der chronischen, der spät auftretenden Form der Allergie. Und nicht zuletzt haben wir sicherlich auch eine deutliche Reizüberflutung, die MP3-Hörer im Ohr permanent zu Hause dann vor dem Bildschirm, sei es vor dem Fernsehen, sei es vor dem Laptop, ständig wird natürlich mit Handy telefoniert. Diese Reizüberflutung und dann natürlich der Elektrosmog, der dazukommen, die tragen da auch noch einen wichtigen Teil bei. Bevor ich das vergesse, ich möchte Ihnen die Zusammenfassung geben, damit Sie auch was für zu Hause mitnehmen können. Wenn Sie das bitte weitergeben, hier ist die Zusammenfassung. Das hatten Sie schon, dann brauche ich es Ihnen nicht nochmal. Für die Damen hier bitte. Und hier eine Zusammenfassung. Und für Sie auch etwas zum Mitnehmen. Bitte sehr. Ihnen gebe ich es auch gleich. Hier die Zusammenfassung und Info über den Test. Sie brauchen nichts mehr zu schreiben, ist alles da. Ach, und da kann ich auch nochmal. So, darf ich Sie dann auch rüberreichen? Bitte hier die Zusammenfassung. Ja, die klinische Diagnostik beim ADHS-Syndrom umfasst die kritische Erfassung typischer Symptome. Was bedeutet kritisch? Dass man da durchaus fokussieren sollte und sich nicht in eine Verzettelung reinreißen lässt, insbesondere durch möglicherweise vorbelastete Eltern. Neurologische Diagnostik kann auch gemacht werden, dürfte in der Naturheilpraxis nicht möglich sein, aber die Patienten kommen ja oftmals vom Kinderarzt und da ist dann ein Elektroenzephalogramm und Intelligenztests durchgeführt werden. Wichtig ist auch, dass eine deutliche Abgrenzung zu anderen definierten Krankheitsbildern erfolgt, insbesondere neurologische Krankheitsbilder. Warum ist das wichtig? Weil die ADHS-Diagnose ist immer eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, wir müssen mögliche Ursachen diagnostisch finden. Wenn wir sie finden, ist es kein ADHS, sondern dann nur, wenn wir mit den diagnostischen Möglichkeiten am Ende sind, dann können wir sagen, hier als Ausschlussdiagnose bleibt nur noch ADHS übrig. Hier einige Voraussetzungen für die klinische Diagnostik. Die Symptome bestehen seit mindestens 6 Monaten. Es ist also eine chronische Krankheit. Die Symptome treten erstmals vor dem 7. Lebensjahr auf, also schon bei Kindergartenkindern. Und die Symptome beeinträchtigen das tägliche Leben deutlich. Also nicht nur das familiäre Leben, sondern eben auch das Leben in der Gruppe. Das dürfte ja auch das hauptsächliche Störungsmerkmal bei diesem Krankheitskomplex sein. Wir gehen weiter mit der klinischen Diagnostik. Wir haben 3 Erscheinungsbilder des ADHS-Syndroms. Es ist der Typ hyperaktiv, impulsiv mit geringer Aufmerksamkeitsstörung. Das zweite ist der Typ unaufmerksam, verträumt und ruhig mit Hypoaktivität, also da ist kein Zappel-Phillips-Syndrom. Und wir haben einen kombinierten Typ, das ist die häufigste Erscheinungsform, wo die Kinder mal hyperaktiv sind, dann mal überruhig erscheinen. Die klinische Diagnostik geht hier weiter. Diagnosekriterien bei Kindern. Wir haben Kriterien der Unaufmerksamkeit und Kriterien der Hyperaktivität. Fangen wir mit der Unaufmerksamkeit an. Flüchtigkeitsfehler, keine Daueraufmerksamkeit, kein Aufpassen in der Schule, kein Zuhören, kein Zuendebringen,
keine Selbstorganisation, keine geistige Anstrengung, Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit, Verlieren und Verlegen von Gegenständen. Sie sehen, das ist alles nichts Typisches, das kommt bei vielen Kindern vor. Kriterien der Hyperaktivität des Zappel-Philips sind dann Unruhe, natürlich das Zappeln, das Umherspringen. Die Kinder sind wie von einem Motor angetrieben, sie sind redselig, sie stören und unterbrechen andere. Bei Erwachsenen sieht es etwas anders aus. Da werden die Symptome aus der Kindheit zunehmend ersetzt durch reaktive oder begleitende psychische Störungen, die verdeckt und sehr variantenreich sein können. Da wird es dann richtig kompliziert bei den Erwachsenen. Mit der klinischen Diagnostik können wir also etwas vermuten, aber wir müssen jetzt schauen, ob wir weitere Spuren aufnehmen können. Und das können wir halt nur mit der Labordiagnostik. Ganzheitlich naturheilkundliche Diagnostik besteht aus systematischer Suche möglicher Ursachen beim Einzelnen. Es gibt leider keinen beweisenden Labortest. Den kann ich Ihnen nicht anbieten. Einen Test, wo wir einen Parameter oder mehrere untersuchen, um zu sagen, hier, das ist jetzt der ultimative, der belegende Beweis, dass ADHS vorliegt, sondern wir können einige Spuren aufnehmen, wir können einige Ausschlüsse machen, aber beweisend ist nur das Zusammenspiel klinische Diagnostik und Labordiagnostik. Einer der wichtigsten, schon seit etlichen Jahren bekannten Parameter ist das Kryptopyrol. Das Kryptopyrol oder die Kryptopyrolurie bezeichnet das Vorkommen von Pyrolmetaboliten, also Kryptopyrol, Urobilinogen, urobilinoide Pigmente im Urin als Ergebnis genetisch bedingten gestörten Hemmstoffwechsels. Also Sie sehen zuallererst, Sie brauchen den Kindern kein Blut abzunehmen, was unter Umständen nicht ganz einfach ist, sondern das sind Urintests. Wir brauchen da allerdings spezielle Röhrchen, auch für die anderen Parameter, die danach kommen. Wie kommt es zu der Kryptopyrolurie? Dekompensierte Störungen, zum Beispiel unter Stress, bewirken verstärkte Chelatbindung und damit Inaktivierung von Zink und Vitamin B6 am Pyrol. Und damit haben wir einen Mangel dieser beiden Mikronährstoffe Zink und Vitamin B6. Und die Auswirkungen sind dann eben die ADHS-Symptomatik, die Sie gesehen haben, ein zerebraler Abbau, Störungen der Körperabwehr wegen Mangel an Zink, Störungen von Haut, Schleimhäuten und Haaren. Jetzt bin ich ein zu weit gegangen. Nee, dann lassen wir es so. Das kommt nachher noch, ich hole es dann auf. Das ist das Methylhistamin. Ich stelle Ihnen jetzt das Serotonin vor, den Nachweis des Neurotransmitters Serotonin im Urin. Serotonin-Urie ist also das Vorkommen von Serotonin im Urin als Ergebnis übermäßiger Bildung. Wann können wir mit großen Mengen an Serotonin rechnen? Das ist ja das Wohlfühlhormon. Wir haben es insbesondere als Ausdruck des Suchtpotenzials bei Nahrungsmittelallergie. Sie werden sich jetzt fragen, ja, wie kommt das denn? Aber Sie kennen das von Nahrungsmittelallergikern, dass sie oftmals suchtartig gerade die Nahrungsmittel verzehren, auf die sie allergisch reagieren. Warum? Weil in einem ersten Schritt wird Serotonin ausgeschüttet, was ein Wohlfühlgefühl hervorruft. Und dieses ist attraktiv. Man verzehrt das, ohne eine Verbindung herzustellen zu der Allergiesymptomatik, die unter Umständen eben bei einer chronischen Allergie erst nach vielen Stunden oder am nächsten Tag auftritt, in Form von Kopfweh, von Gliederschmerzen und so weiter. Dieses Suchtpotenzial, das kann da vorkommen. Aus diesem Grund schauen wir eben, ob die Möglichkeit der Nahrungsmittelallergie besteht. Und das können wir eben mit diesem Urintest machen. Darüber hinaus können wir bei Entzündung im Darm und Unterversorgung auch mit der
schrittweisen Entwicklung diverser Nahrungsmittelallergien rechnen, weil eben unverdautes Eiweiß durch eine gestörte Schleimhaut sehr gerne aufgenommen wird und dann im Blut die entsprechenden Antikörper provoziert. Die vierte Labordiagnostik ist die Übersäuerung. Man nennt das Azidurie, die überhöhte Säurenausscheidung im Urin. Wann haben wir übermäßige Säurenausscheidung im Urin? Wir haben sie physiologisch zum Beispiel jeden Morgen. Jeder von uns hat morgens einen sauren Urin. Der kann einen pH-Wert von 5, von 5,5 haben. Das ist ganz normal. Wenn man also glaubt, jetzt messe ich mit Teststäbchen und dann macht man das fleißig schon am Morgen, dann würde man feststellen, man ist jeden Tag übersäuert. Das stimmt aber nicht. Das ist physiologisch, weil ja die meisten metabolischen, die meisten Stoffwechselprozesse in der Nacht ablaufen und das Ergebnis ist eben eine Säurebildung und Säureausscheidung, die ist physiologisch. Im Gegenteil, um eine Übersäuerung im Urin nachzuweisen, müssen wir den Urin im Laufe des Tages sammeln. Wir müssen entweder bei einem kleineren Test mindestens 5 Urinproben sammeln im Abstand von ca. 3 Stunden oder bei einem größeren Test 8 Urinproben jeweils im Abstand von 2 Stunden, um da durch permanente Disbalance zwischen den Säuren und den Basen, der Körper, die Niere versucht ja den Säurenüberschuss zu neutralisieren, das genauer festzustellen. Der Test, der die Übersäuerung im Urin nachweist, ist der sogenannte Sander-Test. Der ist schon aus den 30er Jahren bekannt. Wir haben ihn übernommen als Test für die Zivilisationskrankheiten. Wir haben ihn modernisiert und adaptiert und können damit sehr gut und schnell und auch preiswert eine latente chronische Übersäuerung nachweisen, die ja dann durch Ablagerungen von Säuren, zum Beispiel im Bindegewebe, stattfindet. Also Azidurie ist die überhöhte Säurenausscheidung im Urin als Ergebnis übermäßiger Bildung von Säuren, Stoffwechselprodukte aus dem Fleisch, aus dem Fettstoffwechsel, aus dem Abbau von Alkohol und auch von Fett, also bei Fastenkuren. Es findet nicht nur die Bildung von Säuren statt, sondern auch deren Ablagerung, das heißt die sogenannte Verschlackung von Bindegewebe und Zellen und eine Funktionseinbuße. Was bedeutet das? Wenn das Bindegewebe verschlackt ist, dann können aus dem Blut in die Zellen, das Bindegewebe liegt ja dazwischen, können die Nährstoffe und der Sauerstoff nicht mehr rein in die Zelle. Die Zelle verhungert sozusagen. Aber aus der Zelle selber können wiederum die Stoffwechselschlacken nicht raus durch das Bindegewebe, was eben vollgestopft ist mit Säure. Das heißt, die Zellen verhungern nicht nur, sondern sie vergiften sich auch an ihren eigenen Stoffwechselprodukten und haben damit eine Funktionseinbuße. Wo haben wir die übermäßige Bildung von Säuren als Folge von Industriekost mit der vielen Chemie drin, als Folge von Stress? Sie werden sich fragen, wie kommt es denn zur Übersäuerung beim Stress? Ja, der Stress bedeutet eine Anspannung der Muskeln, eine anaerobe Energiegewinnung und dadurch die Bildung von größeren Mengen an Milchsäure. Die Milchsäure, die kennen Sie alle, das ist die, welches die Muskelschmerzen nach übermäßigem Sport im untrainierten Zustand verursacht. Aber auch in Form von Bewegungsmangel und von allgemeinen Stoffwechselstörungen, die ja dann immer auch mit Entzündung, mit Blockaden und mit Verschleiß einhergehen. Wir können Kryptopyrol, Histamin, Serotonin und Säuren auch noch ergänzen mit der Urindiagnostik von Schwermetallen, zum Beispiel Blei, Quecksilber. Wo kommt die denn vor? Blei, Quecksilber? Ja, aber mehr noch im Amalgam. Die hauptsächliche Quelle, seitdem wir ja im Benzin kein Blei mehr haben, ist das Amalgam. Das heißt also, bei diesen Kindern
ist auch an eine Zahnsanierung zu denken. Was brauchen wir noch ergänzend? Wir brauchen Voraussetzungen für eine gezielte Darmsanierung. Die kann nur mittels einer modernen Stuhldiagnostik im Fachlabor durchgeführt werden. Wir können weiterhin Blutdiagnostik für Mikronährstoffe durchführen, um eben krasse Mangelzustände herauszufinden und natürlich Blutdiagnostik, um Nahrungsmittelallergie zu finden, um dadurch eine gezielte Eliminationsdiät den Zustand der Darmschleimhaut im Sinne von Darmsanierung, aber auch natürlich den allgemeinen Gesundheitszustand der Kinder zu fördern. Und wir können noch als letztes Mittel zur Haarmineralanalyse greifen, die eine kostengünstige Möglichkeit ist, um insbesondere Umweltbelastungen gut zu erkennen. Ich möchte Ihnen hier einen Befund zeigen. Wir haben also hier 5 Parameter untersucht: das Kryptopyrol, das Serotonin, das Methylhistamin, Blei und Quecksilber. Ich möchte einige Worte zu dem Histamin sagen. Histamin ist ja ein Neurotransmitter wie das Serotonin und die größte Menge an Histamin wird im Darm gebildet, sei es durch histaminhaltige Nahrungsmittel, was auf der einen Seite eine direkte Histaminose verursacht, zum Beispiel Tomaten, zum Beispiel Sauerkraut, zum Beispiel Thunfisch, aber auch fermentierte Nahrungsmittel wie gereifter Käse, wie gereifte Salami oder gereifter Schinken. Überall dort ist Histamin drin. Dann können wir Histamin aus sogenannten Histaminliberatoren, das heißt, das sind vor allem die E-Ziffern, die in unserem Darm eine hohe Ausschüttung von Histamin bewirken. Das Wichtigste ist der Geschmacksverstärker Glutamat. Und dieses Glutamat, das haben wir praktisch überall in der industriell hergestellten Nahrung, natürlich in allen fleischhaltigen, aber durchaus auch schon in allen Fertiggerichten. Überall befindet sich das Glutamat. Aber nicht nur das, sondern viele andere E-Ziffern, Konservierungsmittel, Stabilisatoren, Farbstoffe und so weiter, alle die können auch Histaminfreisetzung bewirken. Eine weitere Quelle ist Stress, eine weitere Quelle sind diverse moderne Arzneimittel, die das Abbauenzym des Histamins, die sogenannte Diaminooxidase, hemmen und damit eine sekundäre Histaminose bewirken. Kommt insbesondere bei Alkohol vor, das hemmende Histaminose ist jetzt nicht unbedingt ein Thema bei Kindern mit ADHS-Diagnostik. Aber bei Erwachsenen haben wir sehr oft aus diesem Grund eine Histaminose. Warum Methylhistamin? Das ist ein Stoffwechselprodukt des Histamins, was eben aus dem Darm resorbiert wird und über den Urin ausgeschieden wird. Und da können wir das eben in dieser Form nachweisen. Wir können es natürlich auch direkt im Stuhl nachweisen. Dann kommen noch die Schwermetalle Blei und Quecksilber. Sie sehen hier den Befund, Sie sehen die Normbereiche, Sie sehen die Auslegung in Worten und grafisch. Grün ist physiologisch, rot ist pathologisch und zwar vermehrt. Und was haben wir hier vermehrt? Wir haben also eine signifikante Kryptopyrolurie, die genetische Störung, wie Sie sich erinnern, mit dem verstärkten Abbau von Zink und Vitamin B6. Wir haben eine Histaminose in Form von Methylhistamin, eine krasse. Das ist sicherlich die Ursache für die Zappeligkeit, die Unaufmerksamkeit der Kinder, weil bei Histamin, da steht man ständig wie unter Strom. Wir müssen hier insbesondere dann sehen, wo kommt das her. Nicht so sehr, was wir dagegen machen, sondern wo kommt das her, nämlich durch eine tiefgehende Nahrungsmittelanamnese, um vor allem eben insbesondere die industriell hergestellte Kost mit den Geschmacksverstärkern zu erfassen und zu eliminieren. Da sind also keinerlei therapeutische Maßnahmen nötig, sondern nur eine Ernährung, die hauptsächlich eben aus frischen Nahrungsmitteln besteht, die man selber zubereitet, wo man eben weiß, was drin ist.
Ganz anders sieht es dann bei Blei und Quecksilber aus. Hier haben wir im Bereich des Quecksilbers eine akute Vergiftung. Wir wissen nicht, wo das herkommt, aber ganz sicher ist hier eine Ausleitung nötig. Und Ausleitungsmöglichkeiten haben wir da viele. Die können über den Darm geschehen, die können über den Urin geschehen, über die Niere, die können über die Haut geschehen. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Wir werden also hier eine doppelte Strategie fahren, in dem Sinne, dass wir den Abbau der Mikronährstoffe Zink und Vitamin B6 durch das Kryptopyrol ersetzen, durch die Einnahme dieser Mikronährstoffe. Wir müssen eine Ernährungsberatung durchführen, vor allem Industriekost weg. Und wir müssen eine Ausleitung des Quecksilbers durchführen, sei es durch Chlorella-Algen über den Darm, sei es natürlich durch viel Trinken, insbesondere von reinem Wasser, um die Niere zu unterstützen und gegebenenfalls auch noch eine orale Chelattherapie. Die kausale Therapie, natürlich, wie ich schon zeigte anhand des Befundes, steht im Vordergrund die kausale Therapie, das heißt die Ursachenbeseitigung, soweit bekannt. Das ist jetzt der wichtige Punkt. Wir haben natürlich durch diese 5 Parameter, die wir untersucht haben, sicherlich nicht alles abgedeckt, was ein ADHS-Syndrom auslöst. Wir haben nur die bekannten, in der Literatur belegten Störungsursachen erfasst. Die sind sicherlich wichtig, die müssen wir beseitigen, aber es sind sicherlich nicht alle. Deswegen sage ich, soweit bekannt. Wir können also auch mit intensiver Darmsanierung, Ernährungsberatung, Ausleitung, Entgiftung und Substitution von Mikronährstoffen nicht immer und nicht bei allen Patienten den erhofften Erfolg erzielen. Nochmal zusammengefasst, die gezielte Therapie bei Kryptopyrolurie ist es die Substitution von Zink und Vitamin B6. Mein Partner Biogena, die dieses Referat sponsern, die haben da ein Mittel, nennt sich Biogena Junior. Und Sie sehen da, was für therapeutische Möglichkeiten es mit diesem Biogena Junior gibt. Bitte schön. Bitte. Wenn Sie mehr Informationen über diese Produktreihe haben möchten, dann können Sie das gerne am Stand durch die Frau Eichholzer erhalten. Das ist der Stand ist vis-à-vis. Oder 6, insbesondere bei älteren Patienten, haben wir es mit Polytoxikomanie zu tun, aber warum nicht auch mal bei Kindern? Das ist immer eine erhebliche Stoffwechselbelastung. Oftmals wissen die Eltern gar nicht mehr, warum das eine und das andere Mittel eingegeben wird. Das ist also durchaus kritisch zu betrachten und nach Möglichkeit die Therapie, die ja sowieso sinnlos ist, abzusetzen. Die Frage ist dann, wie sieht es mit Stress aus? Natürlich haben schon Kindergartenkinder Stress. Ich habe 3- und 4-Jährige, bei denen wir astronomische Mengen an Histamin im Stuhl nachweisen. Da fragt man sich, wo kommt ein Kind her, dass es so viel Stress hat. Aber tatsächlich, schon im Kindergarten gibt es so einen Stress. Und natürlich dann in der Schule und bei den Erwachsenen auch noch. Das nächste ist die Vollversorgung mit Mikronährstoffen. Sie sehen hier insbesondere natürlich Vitamin B6 und Zink, aber vor allem auch das Vitamin C. Sie werden sich fragen, ja, warum denn das Vitamin C? Erstens mal
weil das bei den meisten mangelhaft ist. Die meisten haben zu wenig an Vitamin C, weil selbst wenn die Ernährung ausgeglichen ist, nimmt man dann nicht genügend zu sich. Man braucht also mindestens 1 Gramm Vitamin C pro Tag und das kann man nicht durch Obst zu sich nehmen. Aber das ist auch noch obendrein antioxidativ und unterstützt die Abheilungsvorgänge entzündeter Organe. All dieses finden Sie in diesen Präparaten, wo ich Ihnen die Beispiele gegeben habe. Was für eine Möglichkeit haben wir bei der Serotoninurie, bei dem Wohlfühlhormon, in erster Linie ein Ernährungstagebuch, um zu sehen, ob sich da etwas wiederholt und damit als Ursache erkannt und ausgeschaltet werden kann. Und natürlich dann die Vermeidung bekannter Allergene. Bekannt können Allergene nur sein, wenn wir eine Blutdiagnostik gemacht haben, wenn wir IgG-Tests gemacht haben, um eine Eliminationsdiät zu empfehlen zu können. Was machen wir bei der Übersäuerung? Das ist eine längere Therapie. So schnell kann eine Entsäuerung nicht stattfinden. Natürlich ist das Allerwichtigste erstmal eine ausgeglichene Basenkost, die allerdings bei den Kindern nicht immer so einfach zu verzehren ist oder anzubieten ist. Die Vermeidung säurebildender Nahrung natürlich auch. Keine Gummibären mehr und Ähnliches. Auch keinen Apfelsaft. Der Apfelsaft ist ja so gesund, aber der enthält enorme Mengen an Säuren und trägt ganz erheblich zu der Übersäuerung bei. Natürlich kann man dann zusätzlich noch Basika einnehmen. Welches ist das wichtigste Mittel zur Entsäuerung? Das ist Natriumbicarbonat. Das Backpulver. Einfach und effektiv in Bulvis Vital zum Beispiel. Ja, das kennen Sie. Das, was die Schulmedizin im allopathischen Bereich anzubieten hat. Das wollen Sie ja in der Naturheilkunde nicht haben und das mit vollem Recht. Ich habe es also selber in der Familie erlebt. Mein Neffe, der hatte über Jahre auch das ADHS-Syndrom, ist dann mit Ritalin behandelt worden. Ein halbes Jahr haben es die Eltern gemacht, obwohl ich ihnen von Anfang an abgeraten hatte. Aber dann haben sie es aus eigener Einsicht wieder abgesetzt, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr unser Kind. Das ist, als ob der permanent unter Beruhigungsmitteln stehen würde. Und er ist natürlich auch in der Schule nicht mehr mitgekommen. Der ist halt praktisch betäubt gewesen die ganze Zeit durch dieses Mittel. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Palliativmöglichkeiten. Was gibt es da? In erster Linie ist es die Ernährungsberatung. Wir müssen also weg von der industriell hergestellten Kost. Wir müssen weg von Cola trinken und von Gummibären. Wir müssen weg von all dem, was verpackt ist und was in Tüten oder in Büchsen drin ist. Wir müssen hin zur frischen, vollwertigen Kost. Und vor allem muss diese Kost selber zubereitet werden. Es geht nicht an in der Kantine oder in der Schulkost oder wo auch immer, entkommt man den Geschmacksverstärkern und der Chemie in den Nahrungsmitteln nicht. Jede Therapie kann damit einfach unwirksam gemacht werden, wenn da nicht auch ganz strikt auf die Pausenkost geachtet wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Vollversorgung mit Mikronährstoffen. Durch die Industriekost sind diese Kinder alle in einem Mangel an Vitaminen. Ich erwähnte schon das Vitamin C insbesondere. Das fehlt bei allen und zwar ganz erheblich. Aber wir müssen auch auf andere Vitamine achten und wir müssen insbesondere auf Mineralstoffe achten. Es fehlt sicherlich auch an Calcium. Da wird vermutlich zu wenig Milch getrunken, wenn es überhaupt statthaft ist, oder Käse gegessen. Und es fehlt vor allem an Magnesium, also und natürlich Zink und andere. Also eine Vollversorgung mit Mikronährstoffen ist absolut indiziert.
Das nächste ist dann sportliche Bewegung. Diese Kinder, die müssen raus und müssen sich bewegen. Sie müssen weg von Computern und Fernsehen. Die Stressbewältigung ist ein wichtiger Punkt, die auch wiederum durch die sportliche Bewegung sehr gut erzielt werden kann. Sportliche Bewegung bedeutet auch zugleich die Reizminderung, was eben auch zur Beruhigung beiträgt. Es gibt da noch eine therapeutische Methode, das ist das Neurofeedback. Da bin ich nicht kompetent, ich will es halt nur kurz erwähnen, dass es sowas auch noch gibt an therapeutischen Möglichkeiten und gegebenenfalls Verhaltenstraining, wobei allerdings nicht nur die Kinder, sondern die Eltern durchaus auch teilnehmen sollten. Ja, welche Konsequenzen haben wir? Es ist ganz wichtig, deswegen KAVE, die Kinder und auch die Erwachsenen nicht als psychotisch oder gar als neurotisch hinzustellen. ADHS ist keine Geisteskrankheit, es ist keine Psychose, sondern sie hat klare Ursachen, sei es im Genetischen, sei es im Mangelfeld. Und deswegen müssen wir hier aufpassen, dass diese Patienten nicht in eine Ecke gestellt werden, in die sie nicht reingehören. Hier habe ich jetzt nochmal die Therapieempfehlungen von Biogena zusammengefasst. Das ist die Junior-ADHS-Formular, wo eben Vitamin B6 Zink drin ist und es ist noch als Antioxidant das Coenzym Q10. Dann haben wir noch Junior-Omega, die insbesondere die Fettsäuren, Lecithin und B-Komplex, das ist alles Nervennahrung und dann die Vollversorgung im Bereich der Mikronährstoffe mit dem Junior Multivital und eventuell auch noch Cranberry, was auch noch stark antioxidativ wirkt. Ja, meine Damen und Herren, Entschuldigung, die Damen sind die Zuhörer, die Herren, die sind im professionellen Bereich hier, die haben andere Aufgaben. Ich bin jetzt am Ende meiner Ausführungen. Natürlich beantworte ich gerne noch Ihre Fragen oder wenn Sie Kommentare dazu haben. Bitte nutzen Sie die Zeit, wir haben noch ein paar Minuten.